Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Magic the Gathering Arena. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ein klein wenig überrascht. Ich komme jetzt in das Spiel rein und irgendwie kriege ich gerade meinen Waschbären nicht zu greifen. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Da unten. So, ich muss ja mal ein bisschen weiter hier rüberziehen, habe ich das Gefühl. So, nein, jetzt habe ich ganz ausgeblendet. Das war jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, kommen wir ins Spiel jetzt rein und dann gibt es hier diese Guilds of Ravnica. The Guilds of Ravnica card set is now available. Which of the guilds will you align with? Experience what Ravnica has to offer and discover yourself. Und klar, machen hier, gucken wir mal da rein. Explore. So, schauen wir mal, was passiert. Ich lehne mich jetzt ganz gechillt zurück. Ah, Ravnica. So, alles klar. Bedeutet also, ich habe jetzt erstmal, wir schauen jetzt mal hier rein. Ich habe nämlich jetzt inzwischen hier 1100 wieder. Ja, und dann gucken wir mal hier rein. Welcome Bundle Purchase Packs. Guilds of Ravnica. So, das wäre ja Rivals of. Aber das hatte ich doch gestern schon gehabt, Guilds of Ravnica. Oder? Nicht jetzt ein bisschen. So, jetzt ist interessant. Jetzt gibt es noch das Core-Set 2019. Dominaria, Rivals of Ixalan. Und Ixalan. So, jetzt habe ich. Ich habe es, wie gesagt, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Und aktuell bin ich ein klein wenig überfragt, was ich am besten machen soll. Ich werde mir jetzt mal ein Core-Set mal holen. Dann schauen wir mal da rein, was da passiert. Ja, holen wir mal so ein Core-Set und jetzt gucken wir mal, was beim Core-Set rauskommt. Ich bin gespannt. So, also erste Karte hier in Ravenous Harpy. Flying, sacrifice another creature, put up Ravenous. Okay. So, dann haben wir Wall of Vines, Defender und Reach. Okay, dann haben wir hier den Trumpet Blast. Attacking Creature gets. Das war bloß nur until end of turn. Oaken Form, Enchant Creature. Oh, plus 3, plus 3. Uiuiuiui. Scholar of Stars, when Scholar of Stars enters the battlefield, if you control an artifact, draw a card. Snapping Drake mit Flying. Natürlich keine weiße Karte, ne? Hoffe ich, dass das da oben eine weiße jetzt wird. Draconic Disciple, add one mana of any color. Ist natürlich geil, ne? Sacrifice Draconic Disciple. Das ist eine coole Karte. Create a 5-5 Red Dragon Creature Token with Flying. Mega cool. Oh! Dragon Queen, flying. Whenever another non-token dragon enters the battlefield under your control, create a 5-5. Wow. Oh, Draconic. So eine Kreatur ist ein Human Shaman. Das ist sonst kein Dragon. Oh, das Ding ist natürlich mega übel, ne? Lethless Dragon Queen. Es ist eine starke Karte. Leider jetzt keine weiße bei rausgekommen. Gut.
bringt jetzt alles nichts. Wir werden jetzt hier mal play a game to complete this quest. Hier habe ich inzwischen schon einmal reingeschaut, aber da muss man sich einkaufen. Und aktuell bei meinem Stand hier macht das wenig Sinn. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal Weekly Wins, Guilds of Ravnica, play a game to complete this quest, Arena. Ja, wir machen jetzt einfach mal ein Match und dann gucken wir mal, was hier passiert. Ne? So. So, unser erstes Match gegen Isolivagus. Schauen wir mal, was der so drauf hat. Der Isolivagus. Und dann gucken wir mal. Ja, zwei Planes nur, ne? Ich meine, es würde erstmal reichen, um. Oh, es reicht eigentlich, um ins Match reinzukommen. Ich behalte die. Und dann gucken wir mal, was passiert. Noch einen mit, das ist natürlich nicht schlecht, noch eine Karte, die wir relativ schnell dann ausspielen können. Was macht denn der? Der hat Schwarz und Weiß. Paladin, das ist, was ich früher auch mal gespielt habe, so ein Deck wollte ich mir sowieso mal zusammen machen. So, dann haben wir Paladin of Atonement. If you lost life last turn, put up... Autsch, das ist weniger schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt muss erstmal hier was passieren. Was kommt denn da? Was hast du denn für ein Deck hier, Kollege? Also muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich jetzt gerade irgendwie nicht so wirklich prickelnd, ne? So, und mit dem werde ich auf jeden Fall angreifen. Ja, das ist jetzt scheiße. Ja, 2-2 dann automatisch. Was hat er denn da alles? Ich befürchte, das könnte eine weniger schöne Runde für mich werden. Ganz ehrlich. Ich will dem aber jetzt nicht... Ich will dem eigentlich jetzt nicht so wirklich da ins offene Messer laufen. Ich spiele den da jetzt auch erstmal. Wir müssen jetzt erstmal schauen, was wir machen. No Attackers, nein. Was kommt er denn da jetzt alles an? Was hat er denn da jetzt gemacht? Wieso hat er denn jetzt auf einmal 6? Okay, ich werde jetzt auf jeden Fall... Der muss da weg. Der muss da weg. Das sind 3 Stück, ne? Lifelink, 3 Stück. Ein Blocker, das reicht erstmal. Dann sind die beiden schon weg, das war jetzt schon mal ganz, ganz wichtig gewesen. Alter, was wird das denn jetzt hier? Ja, jetzt muss ich natürlich, ich muss jetzt Folgendes machen.
Was hat denn der überhaupt hier? Okay, also ich muss jetzt Folgendes machen. Ich muss jetzt erstmal das Ding da spielen und auf den da drauf. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, und mit dem greife ich jetzt einfach. Nein, mache ich nicht. Doch, mache ich. Mache ich nicht. Mache ich nicht. Ja. Mit dem greife ich jetzt erstmal an. Der hat 25 Leben schon da oben. Das wird ein harter Brocken werden für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir auch überhaupt nicht, was hier gerade passiert. Was ist denn das schon wieder für einer? Lifelink. Hilft dir halt jetzt gerade alles nichts, ne? Ich kann es jetzt nicht machen. Ich kann es jetzt echt. Ich muss ihn durchlassen. Ich muss ihn jetzt durchlassen. No Attackers. Ich kann da jetzt nicht angreifen. Ich muss jetzt warten, was er macht. Er wird jetzt wieder angreifen mit den ganzen. Jetzt greift er sogar mit. Jetzt wird es natürlich haarig für mich. Damit bin ich durch. Also mein lieber Scholli, das war jetzt ein mega übles Deck von dem. Jungle Secrets. Oh, was da alles drin ist. Claim Price. Guck mal was. Ja, jetzt habe ich es natürlich nicht gesehen. Cast 40 Blue or Green Spells. Okay, das war hier dieses Jungle Secrets Deck. Was haben wir denn da alles drin eigentlich? Ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren, dieses Deck. Weil ich muss sowieso blaue oder grüne spielen, 40 Stück, um das nächste Pack zu bekommen. Deswegen lass es uns einfach mal probieren, dieses Jungle Secrets Deck. Habe ich das jetzt eigentlich drin? Play. Nicht Tactical Assault. Wir machen jetzt mal dieses Jungle Secrets. Gucken wir mal, was da passiert. Ich bin jetzt einfach mal gespannt. Ich bin ja noch in der Lernphase. Jetzt momentan in dem Spiel. Ich bin ja in der Lernphase. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, was wir aus diesem Deck da rausholen können. Aus dem Jungle Secrets Deck. I don't know. So, jetzt haben wir hier. Legendary. Ich muss einen Mulligan machen. Das können wir eher machen. Keep. So, okay. Top. So, top. Und dann Don. Das will ich ja am Anfang haben. So, jetzt gucken wir uns mal dieses Jungle Secrets Deck an. Your turn. Ja, ist eigentlich erstmal wurscht. Na, nicht ganz. Ich kann diesen. Das kann ich schon gleich spielen.
Ja, gut, habe ich jetzt leider sonst keins. Opponents Turn. Gucken wir mal, was der so macht. Meist schwarzes Deck. Kommt da auch wieder mit Lifelink. On target creature and an up to one target merfolk. And as battlefield, oh no, put a on target merfolk you control. Ja, ich muss das mal so machen. Wir kommen jetzt erstmal da damit raus und gucken wir mal, was passiert. No attackers. The fuck ist das denn jetzt hier? Legion Leutnant. Okay. Ja, bringt mir nichts. Lasse ich jetzt einfach mal durch. Spielen wir den aus und dann machen wir das hier. Und das soll hier mit drauf. So, 2-2. Dann ein Target Merfolk. Machen wir das auch noch und das machen wir jetzt hier. Nehmen wir Cancel. Dafür sage ich jetzt einfach mal, soll der den da wieder zurückgeben und dann hat er erstmal wieder 2-2 da. So. All Attack. Zwei Attackers. Game. Jetzt kommt er wieder mit dem raus. Und dann wird er wieder mit dem angreifen. Ich werde jetzt mal den da blocken. Einblocken. So. So. Wenn er enters the battlefield on a river sneak gets plus one plus one. Jetzt holen wir erstmal das raus. Dann den dort. Combat. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so, wie es ist, ne? Oder wir könnten theoretisch mit einem angreifen. Das könnten wir machen. Attack. Mit dem da. Ein Attacker. Dann gucken wir mal, wenn er blocken sollte. Damage, okay. Okay, hat er nicht gemacht jetzt. Alles klar, End. Jetzt bin ich gespannt, was er machen wird. Und was er jetzt ankommt. Er wird jetzt wieder den Destroy Target Creature. Das finde ich natürlich nicht schön. Da kann ich nichts machen. Wieso? Ist natürlich jetzt sehr schmerzhaft. Ja, was soll ich machen? Er greift jetzt an. So, jetzt auf den drauf. Submit. Und mit dem werde ich jetzt den blocken. Der muss jetzt weg da. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir jetzt noch aus dem ganzen Match rausholen. Attackers.
das tut weh. Weil der Vater nur Attack ist. Ja, ich glaube, dieses Match werde ich auch verlieren. So. So, und dann. Ja, theoretisch könnte ich damit angreifen, aber es bringt mir auch nichts. Jetzt kommt er noch mit so einem Angel da an. Hat auch noch Flying. Ja, das Ding, das kann man eigentlich wegschenken. Jetzt alles nichts mehr. Also mit dem Deck hier komme ich natürlich nicht wirklich zurecht aktuell, muss ich ehrlich sagen. Jetzt wird er nochmal angreifen und dann ist das Ding durch. Ja, das war's dann, würde ich sagen. Ja. Gleich nochmal zerstört worden. Müsste ich aber gerade dann gleich eigentlich nochmal machen. Mit dem Deck hier. Ich müsste wahrscheinlich, wir machen Cancel, wir machen Cancel. Ich müsste mal jetzt schauen, dass ich dieses Deck. Ich habe ja jetzt blaue Karten eigentlich, ne? Also jetzt müssen wir mal schauen, wie kriegt man. So, also. 60 von 60. Ist wirklich die Frage, ne? Was war da alles? Jungle Secrets. So, jetzt lass mal schauen. Ein neues Deck. Custom. Ganz einfach Custom. So, da müsste jetzt rein. Wir brauchen ja jetzt irgendwie blaue Karten. Ne? Wir fangen jetzt mal an mit... das können wir alles vergessen. So, was kann das Ding... Das ist schon mal gut. Hm. So, River Sneak can't be blocked. So, Silber. Gleich mehrere davon. Okay. Draw two cards. Thank you.
31 von 60. Oder soll ich ein grünes Deck machen, ne? Soll ich ein grünes Deck machen? Guck mal, was haben wir denn eigentlich bei den Grünen? Normalerweise ist grün ist auch geil, ne? Der ist natürlich auch krank, ne? Er ist krank. Destroy. Oh, das ist natürlich auch mega geil, ne? Und zwei Forests. Das wäre für ihn. Wir machen es anders. Bevor ich das jetzt hier die ganze Zeit mache, Discard Changes. Ich nehme jetzt einfach mal, weil mit dem einen Deck bin ich jetzt wohl nicht. Ich nehme jetzt mal hier das grüne Deck rein. Und dann schauen wir mal mit dem grünen Deck 40 Blue oder Dings. Wir probieren jetzt mal mit dem grünen Deck zu spielen. Forest Might. Gucken wir mal, was da passiert. So. Dr. Mango. Wie gesagt, noch alles am Anfang jetzt hier und... Oh, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, ist okay. Keep. Da müsste jetzt auf jeden Fall mal endlich ein Sieg her, ne? Also für heute, das ist ja nicht befriedigend, das Ganze hier. Ist natürlich auch geil. Die Spiele stehen da. Das ist natürlich mega krank, ja. So, weil mit dem kann ich nämlich jetzt auch gleich angreifen. Oh mein Liebe, das wird wehtun, sage ich mal. Ja, und dann würde ich mal sagen, all attack. Das kannst du noch mit dem einen blocken. Deswegen hat er auch nicht angegriffen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich den da tappe, dann komme ich mit dem...
jetzt kriegst du aber richtig den Fuck voll von mir, mein Freund. Der Gigantosaurus. Ich denke mal, jetzt wissen wir auch alle, was jetzt passieren wird. Er hat aufgegeben. Ich habe einen Sieg mit einem grünen Deck. Das ist gut. Das gefällt mir sehr gut. So, 13 von 40 Spells. So, machen wir gerade noch weiter. Das war ja ein relativ schnelles Match jetzt hier gewesen. Gerade mal 4 Minuten gedauert oder so mit dem grünen Deck. Na, Ataraxist, okay. Forest, Forest. 2, 2, 3, 3. Aggressive. Die haben halt die Grünen sind echt mega übel, ne? Highland Gamer, Gain 2 Life, Vigilance, Attacking doesn't. Ich mach jetzt Keep. Und dann hoffe ich, dass ich relativ schnell weitere grüne Karten bekomme. Also Wälder, Forests. Komm mal. Let the party begin, man. Let the party begin. Na, das ist dann einmal schon das nächste Land. Und dann kann man mit Vigilance anfangen. Zentauren. Growth from the ashes. Search a library for a basic. Die Llanowar Elves, gibt's die immer noch? Alter. Die sind natürlich, Llanowar Elves sind schon ziemlich mega fett, muss ich echt sagen. All Attack. Zwei Attackers. Scheiße gleich an, ehrlich, ich weiß es. Ich komme jetzt mit noch einem Forest. Das reicht noch nicht so ganz. Ich komme mit dem dann noch raus und jetzt gleich wieder mit allen angreifen. All Attack, ich muss jetzt zusehen, dass ich den so schnell wie es geht down bekomme. Weil der kommt gleich mit irgendeinem Käse an und dann, denke ich. Er sieht aber scheinbar noch eine Option. Ansonsten würde er ja nicht so spielen. Ansonsten hätte er schon längst aufgegeben. Ich bin mal gespannt, was er noch kommt. Nein, er hat aufgegeben. Er hat aufgegeben. Okay, Victory. Das zweite Match gewonnen. Hat auch nicht lange gedauert. Jetzt 4 Minuten oder so. So, das ist schon mal gut. Gab es nochmal 100. So. Ich muss noch einen Sieg reinholen. Dann kriege ich hier wieder so ein Guilds of Ravnica Ding. Lass mich mal schauen bei dem grünen Deck. Forest Might. Das ist halt echt übel, ne? Das Deck ist mega krass. Muss ich echt sagen. Die Llanowar Elves habe ich 2 Stück davon. Das will ich gar nicht. Ich will nur grün. Ich will nur gucken, was haben wir an grünen.
ist natürlich auch geil, ne? Die müssen wir normalerweise auch mit ins Deck reinnehmen. In Oaken Form. Da ist die Wahrscheinlichkeit echt gering, dass man den zusammenbekommt, ne? So, Don. Ich weiß gar nicht, ob das geht mit 61 von 60. Und dann gehen wir mal auf Play. Dann machen wir noch ein weiteres Match. Gucken wir mal, ein Match geht noch, denke ich mal. Dann sind wir auch schon so weit. Oh, sieht schon nach grün aus. Das sieht schon... So, was haben wir denn? Ja, das kann ich natürlich nicht machen. Ich kann nicht ohne Forest starten. Das wäre allerdings ein guter Start. Keep. Dann. Fangen jetzt mit... Also fangen jetzt mit dem an. Dann kommen wir gleich mit dem Llanowar Elf raus. Er hat ein... Weiß-schwarzes Deck. Lifelink. Finde ich nicht ganz so schön, muss ich sagen. So. Ich spiele jetzt mal den hier erstmal aus. Und dann gucken wir erstmal, was passiert. Das finde ich wieder nicht ganz so toll, muss ich sagen. Ich muss es aber jetzt erstmal so lassen. Ich muss den durchlassen. Jetzt komme ich mit einem. Jetzt hier Enchanted Creature gets +3/+3 und das mache ich auf hier auf den da und mit dem greife ich jetzt auch an. Wenn er blockt, ist es mir auch relativ wurscht. So, jetzt haben wir erst einmal, jetzt gucken wir erstmal, was passiert. So, mein Freund, was machst du jetzt? Alter, ouch, das hat jetzt wehgetan. Ah, ups. No blockers. Enchanted Creature, Vigilance, bringt mir auch im Moment nichts. Vigilance, 1, 2, 3, 4 habe ich aktuell nur. Ich muss jetzt erstmal den da spielen. Ja, nehmen wir den mit rein. No Attackers, bringt mir gerade nichts. Dieses Match werde ich verlieren. Ja, es ist mir egal. Den block ich jetzt erstmal. So. Oh, was ist denn das denn schon wieder da? Jetzt habe ich noch einen Forest, das ist schon mal ganz gut. Vigilance. Das könnte natürlich ein Game Changer werden, ne? No Attackers.
Das könnte der Game Changer werden. Das ist natürlich jetzt mega assi, ne? Ich kann es jetzt gerade nicht blocken und bin dann wahrscheinlich auch gleich tot. Scheiße. Aha, okay, das kann man aufgeben. Das ist ja. Okay, dann würde ich mal sagen, ist es eigentlich auch wurscht. 8-8. So, ist jetzt egal. Komm, mach jetzt den Sack zu. Ja, ist ja gut. Wie viele habe ich jetzt gespielt? 24 von 40 gerade mal. Okay, komm. Wir kriegen dieses eine Match kriegen wir noch hin, wo ich noch dieses Ravnica Pack bekomme. Ravnica, ich sag mal Ravnica. So gegen Laskamar. So, schauen wir doch mal, was jetzt hier aktuell am Start ist, was hier passiert. So, ein rotes Deck. Eigentlich warum? No Blockers, komm. Das hat jetzt wehgetan. Equal to its power to target creature you don't control. Sorcery. Raus und dann All Attack kommt, ist jetzt egal, das hätte ich auch eigentlich auch vorhin machen können. So haben wir wenigstens beide 18. Jetzt kann er wieder angreifen. Chill mal dein Leben, was ist denn der Meteor? Ah, okay, 7 Stück. Jetzt brauche ich erstmal das hier, dann gucken wir mal, was wir jetzt machen. Wenn Volley Veteran deals damage, das tut natürlich mega weh jetzt hier, muss man echt sagen. Okay, bringt alles nichts gerade. No attackers.
Ja, ist sehr gut, ist ja in Ordnung. Alter, das tut jetzt richtig weh. Das tut jetzt richtig, richtig weh. Ah, okay. Ja, jetzt habe ich verloren eigentlich schon. Also jetzt müsste echt ein Wunder passieren, dass ich das noch irgendwie umdrehen kann. Ich glaube nicht, dass ich das noch in irgendeiner Form gewinnen kann. Das glaube ich einfach nicht. 5, 8, 10, 12 Schaden. Ja, ich weiß. Ich muss jetzt den leider blocken. Dann hat er wenigstens 3, 5, 7 Schaden nur. Ach komm, jetzt kriege ich auch noch. Kann ich das irgendwie. Ja. Bringt ja alles nichts. Wie kann man das jetzt hier abbrechen? Combat. Good game. Okay, jetzt habe ich den Frack voll bekommen. Oh, ich habe einen neuen Rang erreicht. Rank up, Bronze Tier. Wie viel fehlen mir denn noch? Immer noch 11, 15 auf your Opponents, Creatures. Okay. Dann machen wir gerade noch weiter. Oh, wir sind schon bei 48 Minuten. Letztes Match. Definitiv letztes Match jetzt. Ich will diesen einen Sieg eigentlich noch haben. Oh, das ist jetzt mal Titanic Growth. Das ist eigentlich meiner Meinung nach ein sehr guter Start. Oh mein Gott. Das ist natürlich. Was hat der denn da? Okay. Wo bist du denn des Wahnsinns? So. Das mache ich nicht, nur Blocker. Oh ja, komm, ey. Ich verarschen jetzt hier.
Ich muss jetzt aber trotzdem erstmal. Erstmal muss ich hier nochmal blocken. Warum habe ich denn jetzt noch Blockers gedrückt? Das mache ich jetzt nicht. Ich werde jetzt warten. Warte mal, ich werde mit dem Attack. Ich werde jetzt mit dem angreifen. Wenn er ihn blockt. Locker. So. Den will ich haben. Combat. Attack. Jetzt gucken wir mal, was wir damit machen. Ein Attacker. Ist natürlich jetzt nicht so schön, weil jetzt kommt er nämlich mit diesen zwei blöden Scheißdingern da raus. Mit dem 3-3er. Nö, mache ich jetzt nicht Block. No Blockers. Soll damit durchkommen von mir aus. Ist in Ordnung. Die Damage akzeptiere ich jetzt hier. Bleibt mir nichts anderes übrig. My turn. Combat. Attack. No attackers. End.
Alter, komm, ey. So. Block. Mit dem da. Den blocken. Ein Blocker. So, okay, Kollegen. Also ich bin jetzt erstmal wieder zurück im Spiel. So, jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, was er macht. Ja, Baby, was machst du? Was machst du? So, jetzt bin ich gespannt. Und als allererstes greife ich mit dem wieder an. Mal gucken, mit was du jetzt blockst. Das wird dir jetzt richtig wehtun, mein Freund. So, und damit sollte ich dieses Match auch gleich gewinnen. Tja, was willst du jetzt tun? Ich denke, das ist ziemlich eindeutig.
Jetzt mit allen Angreifen. 1, 12, 14, 20. Er muss ja eigentlich irgendwie versuchen, alles zu blocken. Wir greifen jetzt mal an mit allem, was wir haben. Tja, Baby, dann bist du eigentlich tot, ne? Verkackt, ne? Jetzt hab ich's verkackt, pass auf, ey, ich hab's jetzt verkackt, ey. Jetzt hab ich's verkackt. Ah, wie geil war denn das jetzt eben gerade? Wie geil war denn? Oh Mann, das war aber jetzt der Lucky Draw. Meine Fresse, ey. Hab ich scheiße gespielt und hab dann zum Schluss es trotzdem noch gewonnen. Ja gut, mit dem Trample wäre ich dann halt durchgekommen, ja. Hätte jetzt nichts mehr machen können. Alter Vater. War das jetzt wieder ein krasses Ding hier, mein lieber Scholli. Oh. Mega, 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 mega nices Ding, ne? Also. Ein Core-Set machen wir auf. Gucken wir mal da rein. Was kriegen wir raus? Herald of Faith. Whenever attacks, you gain 2 life. Das ist natürlich auch geil, ne? 4-3. Du bist. Can't be blocked by more than one creature. Der ist geil, den will ich dann gleich nochmal mit drin haben. Thornhide Wolves, okay, 4-5. You gain 3 life, draw a card. Skyscanner flying. When Skyscanner enters the battlefield, draw a card. Jetzt, wo ich Common Wildcard. Mhm. Whenever a creature enters the battlefield under your control, you gain one life. Und was ist da oben drin? Oh, was ist das denn? Legendary Planeswalker Ayani. Adversary of Tyrants. Put a 1-1 on each of up to 2 target creatures. Return target creature card with converted mana cost. 2 or less from your graveyard to the battlefield. You get an emblem with the beginning of your and step create 3-1-1. Das muss ich mir mal den Ding. Die Karte kenne ich noch gar nicht und die habe ich auch nicht so richtig. Also ist auf jeden Fall sieht das nach einer ziemlich krassen Karte aus. Legendary Planeswalker, okay. Und dann haben wir noch das. Noch ein Ravnica-Ding. So, Convoke Hexproof. Das ist bei each creature you tap while casting a spell pays for one mana of the creatures. Artifact. Moodmark Painter Undergrowth. When Moodmark Painter enters the battlefield, target creature gains menace and gets until end of turn. Okay. Flying und Haste. Sky Knight Legionär. Alter, ist die geil. Destroy Target Creatures Surveil 2.
Nochmal eine Common Wildcard. Molder Hulk. Rest to cast for each creature card in your graveyard. When Molder enters the battlefield, return target land card from your graveyard to the Alter. Okay, der hat 9, ne? Also je nachdem, wie viele Kreaturen du im Graveyard hast, kostet der dann weniger. Sag mal, du hast jetzt 4 Kreaturen im Graveyard, dann kostet dieses Scheißding nur noch 5. Und achso, Target Land Card from your graveyard to the battlefield. Target Land Card from your graveyard to the battlefield. Land Card. Okay. So, was ist jetzt hier drunter? Thousand Year Storm. Whenever you cast an instant or sorcery spell, copy it for each other instant and sorcery spell you've cast before it this turn. You may choose new targets for the copies. Oh. Ui, Tiffy, das sind ja mal richtig, Alter, das sind ja richtig krasse Karten, die ich hier momentan bekomme. Da muss ich erstmal, also hier, das ist ja Wahnsinn, was es da inzwischen alles gibt, ne? Mega geil. Mega geil, sage ich euch, ehrlich wahr. 10 und 15 wins. Unglaublich. Was haben wir hier? Reward 100 Gold, Win Bonus resets daily. 500 Gold. Click to swap. Blue or black spells. Also. Hammer. Also ich muss ehrlich sagen, dass das Spiel ist wirklich sensationell gut umgesetzt worden. Was gibt's denn hier? Advanced Play Modes. Mega geil umgesetzt worden, macht richtig, richtig Bock. Und ich freue mich auch schon drauf, ich will da jetzt echt richtig gut wieder drin werden. Ich habe das früher so gerne gespielt und Magic ist für mich, also das ist, wenn ich sehe, was es da inzwischen alles gibt, das ist gerade so eine Spieltiefe. Das macht so einen mega Bock. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet sich mal wieder ein, wenn es wieder heißt Magic the Gathering Arena mit mir, dem Engel. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.